Neue Folge Shadow Tactics mit mir, Dennis. Und wir haben das letzte Mal uns hier in den Wagen verkrümelt, in der Hoffnung, dass er uns bis hoch zum Tempel fährt. Aber ich habe das jetzt einmal durchlaufen lassen und es tut er gar nicht. Denn hier oben ist ein Samurai, der uns abfängt, sich den Kofferraum sozusagen anschaut und sieht, Mensch, sowas Blödes, da sind ja Leute drin. Und dann tötet er uns. Und zwar alle. Deswegen müssen wir hier auf halber Strecke aussteigen. Aber ist vielleicht auch gar nicht so schlimm. Denn vielleicht können wir uns ja von hier aus weiter voran bewegen. Mal gucken, was hier sozusagen so los ist. Vielleicht mal gucken, was Yuki machen kann. Kann sie vielleicht von hier aus mal jemanden rufen? Die drehen sich ja dann nur um. Machen wir da vielleicht mal eine Falle hin. Cool wäre ja, wenn der Typ jetzt hier einfach mal hier hinläuft. Ich speichere mal an der Stelle, weil ich jetzt ja hier an einem Punkt bin, der von den Entwicklern sozusagen auch so gedacht ist, dass man da an dem Punkt Zwischenstation machen kann. Dafür sind ja die Büsche hier da. Ja, okay. Also so einfach geht's nicht. Die Falle löst nicht so früh aus und er wird sowieso auch beobachtet von dem Typen da. Die beiden beobachten das Ganze. Hier könnte man schauen, ob man nicht vielleicht mit zwei Leuten gleichzeitig irgendwie angreift. I'm ready. No noise. So, mal schauen, wie weit wir da Quiet. Ranlaufen können. Also der kann den killen und sie kann den killen. Dragons shout. So. Let's get to work. Shoot so. I never miss. Und das sieht dann der da oben. Ja, natürlich. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Okay, sieht der das immer oder sieht der das nur, wenn ich mich dumm anstelle? Der sieht das immer. Natürlich kommen wir da nicht durch, weil der da immer steht. Das ist nämlich eine Strohhutwache, die bewegen sich nicht so viel. Gut, gut oder auch nicht gut, wie auch immer. Kann ich die beiden Wachen auf dem Weg hier wenigstens töten, ohne dass es irgendjemand merkt? Wäre das möglich, bitte? Also ich glaube, da laufen ja die drei Typen hier hin, ne? Die hier vorne patrouillieren. Aber wenn die da nicht langlaufen, dann müsste die Ecke hier ja eigentlich komplett unbeobachtet sein. Das heißt, ich müsste ja eigentlich mit den zwei Samurai, oder ich habe keine Samurai dabei, mit den zwei Ninjas, müsste ich die beiden ja wenigstens töten können. Dann ist der Weg hier dunkel und ich kann mich hier frei bewegen. Time to move. I'm going in. So. Das heißt, ich kann doch jetzt. Shit. Aber hat der Wagen eine Sicht? Dem Wagenfahrer ist alles egal. Dem ist alles egal. Genjutsu. Zack. Oh yes. Und sie killt den und dann machen wir das. Problem gelöst. So, hier hoch in den Busch. Und dann haben wir zumindest mal den Weg hier freigeräumt. Dann könnten wir nämlich auch Leute hier irgendwie auf den Weg locken. Beziehungsweise uns hier im Dunkeln verstecken. Was ist denn mit den beiden hier? Hier sind drei Leute, ne? Der Typ steht da und die beiden gucken hier runter. Wobei der Typ sah mir eben so aus, als würde er nur hier lang gucken. Also nach rechts unten. Ne, der guckt auch nach hier links. Okay. Dann kann ich da auch nicht so einfach vorbei. Gut, die Samurai, die sehen natürlich auch relativ weit. Da müsste man halt irgendwie... Kommt man eigentlich auch nicht nah ran. Ich check's noch nicht so ganz gerade. Man könnte versuchen, jetzt wo die Straße hier sozusagen frei ist, hier vorne, könnte man versuchen, hier irgendwie den Weg auch noch frei zu räumen. Dass wir jetzt... Wen, was, wo... Wer sieht sie denn? Ach so, weil Hayato auch noch angewählt war, ja, sorry. Das war natürlich Quatsch. Ich wollte natürlich nur Yuki haben. Yuki, Yuki, Yuki. Yuki, Yuki. So, die jetzt hier runter rennt. Hier in die Falle hinlegt.
dann natürlich den Typen hier anlockt, abhaut, stürmt und dabei gesehen wird, weil die Typen genau dann um die Ecke kommen. Hm, okay, aber theoretisch ist das, glaube ich, gar nicht so eine dumme Möglichkeit. Ich muss eigentlich ja nur dafür sorgen, dass das alles besser vom Timing her funktioniert. Also weiß ich nicht, aber vielleicht ist das ja eine Möglichkeit. Wenn ich den kann ich ja aus der Entfernung hier locken. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Falle hinlege, dann reicht das trotzdem noch. Und zwar reicht das auch... Jetzt kommen natürlich die Typen wieder. Das heißt, ich sollte so lange mich dann doch mal wieder verstecken. So, dann könnte man nämlich auch den, der hier an der Leiter steht, zuerst weglocken, weil der hat ja jetzt eben auch die Pfeife gehört. Und den anderen dann sozusagen danach machen. Die drei, die hier patrouillieren, die kriegen wir auch tot, weil wir haben im Zweifelsfall drei Leute, die gleichzeitig sie töten können. So, jetzt ist er wieder da. Jetzt haut der wieder ab und jetzt können wir den doch eigentlich mal hierher tröten. So, komm doch mal um die Ecke, mein Kleiner. Und lass dich killen. Wie wär's damit? So. Dann müssen wir den nur noch wegschaffen. Den kann sie ja dann wieder nach hier oben ziehen. Ja, na, die Kleine braucht auch mal ein klein bisschen Workout. Dann muss sie jetzt halt mal ein bisschen arbeiten für ihre gute Figur. Ja, sie ist noch jung, noch kann sie essen, was sie will. Aber mit dem Alter, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ist das nicht mehr gegeben. Da muss man auch was tun. Und ich tue nichts, deswegen sehe ich auch aus wie ein Blob. Aber ist egal. Man kann sich, man muss sich ja entscheiden, Gesicht oder Körper. Ne? Ich habe mich für Gesicht entschieden. Das hat keine Falten, dafür sehe ich halt, naja, gut gerundet aus. So, so viel zu dem Thema. Dann machen wir das gleiche nochmal, nur diesmal mit dem anderen Typen, wenn er denn wiederkommt. Möglichst bald. Da, da ist wieder der Kutscher. So, du läufst jetzt bitte mal in die Falle rein. We killed them for our own survival. Judgment falls to the Shogun alone. Hush. Oh oh. Es könnte jetzt problematisch werden, wenn ich nicht schnell genug wegkomme. Sneaky. Kommt, dreht euch jetzt wieder um. Alles gut. Okay, alles gut, alles gut, alles gut. Ah, ja, der Shogun muss über uns urteilen, wie er das findet, dass wir hier seine ganzen Leute umbringen. Aber ey, was soll ich machen? Ich muss ja irgendwie da jetzt reinkommen. Und das wird jetzt nicht gerade einfacher, weil jetzt ist hier nämlich das helle Licht. Jetzt könnte man noch probieren, die beiden Typen hier gleichzeitig zu erledigen. Mal schauen, ob der, wenn er um die Ecke geht, dann sieht er die beiden ja wahrscheinlich. Ja, und hier ist ein Samurai. Okay, klasse. Ja, super. Wunderbar, wie ich das liebe. Hm. Okay, also da wäre es wahrscheinlich gut, die beiden gleichzeitig zu erwischen. Hier wäre es wahrscheinlich ganz sinnvoll, die Dreiertruppe dann auch mal zu... mal deren Leben zu beenden. Da könnten wir einfach unsere drei Ninjas nehmen, die hier alle nebeneinander setzen und hoffen, dass sie hier im richtigen Moment abdrücken. Das wäre dann wahrscheinlich hier irgendwie am schlauesten. Ich weiß noch nicht so genau. Ich speichere mal und dann probieren wir einfach mal hier eine Reihenfolge aus. Ich frage mich immer noch, ob das ein Wortwitz sein soll mit dem Are you Shuriken? Also mit dem Are you sure? Bist du sicher? Weil das ist ein extrem schlechter Wortwitz. Unfassbar. Also, das ist auf so einem Niveau scheiße, der Wortwitz, dass ich echt nicht weiß, ob die das
ob die das damit sagen wollen. Ach scheiße, sieht echt, der Typ sieht das, ja? Ach komm. Von da hinten. An welcher Stelle soll ich sie denn dann erwischen? Soll ich sie noch weiter vorne erwischen? Also hier? Hier müsste ich sie ja dann. Bis hier müsste ich sie erwischt haben. No noise. Na gut. Silence is our ally. Na gut. Was muss, das muss. Oh, that's a good trick. No use waiting. I'll use shuriken. I never miss. So, war jetzt nicht ganz synchron, aber es hat zumindest grob funktioniert, was funktionieren sollte. Keiner hat es gesehen. Ich kann mal abspeichern und kann mir meine... I'm going in. Kann mir meinen Shuriken wiederholen. Und hier liegen jetzt drei Typen mitten auf der Straße. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. We must show prudence. Die sollten wir vielleicht mal irgendwie ein bisschen zur Seite schaffen. Ja, die Damen müssen auch mit ran. Hier kann ich alles Hayato tragen. Kann ich die ganze Verantwortung tragen. So. Der Wagenfahrer, der fragt sich auch die ganze Zeit, was hier abgeht, ey. Let's get to work. Jetzt haben sie wieder die beiden dahingeschmissen. Ich glaub's nicht. Move like water. Quiet. So, komm. Schlepp den mal hier weg, ey. Ich habe keine Lust mehr. Original keine Lust mehr, dass die hier weiter alle Probleme machen. So. Auf zum Busch. Auf zum Busch. So, jetzt ist die Straße hier aber wirklich mal fast komplett frei. Jetzt kann mir keiner mehr was. Auf dieser Straße. Problem ist, dass mir da auch keiner wirklich was wollte. Mir kann keiner mehr was, aber es wollte ja auch keiner. Also, der Plan wäre jetzt, die beiden Typen hier wegzuschaffen, oder wenigstens einen davon, um dann über kurz oder lang, lieber kurz, mag das nicht, wenn das so ewig lange alles dauert, dann hier auf den Turm zu kommen. Dann kann Takuma nämlich von da oben mal gucken, wen er wegsnipern kann. Schnippern. So. Den müsste ich doch jetzt hier einfach locker locken können. Wenn ich den jetzt hier kille. So. Tröd. Komm, geh links lang. Ja, danke. Und du bist tot. Und du wirst gesehen. Natürlich wirst du gesehen. Ach, da unten. Der Typ sieht ihn. So einfach ist es also nicht. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Ich wollte mir ja auch eigentlich die Verkleidung besorgen, damit ich die Leute ablenken kann da. Ah, da muss ich ihn doch einfach nur hier killen. Also, dann ist es doch gar kein Ding an der Stelle. So, dann muss ich doch einfach nur hier die Falle legen. Und halt gucken, dass er da irgendwie reinlatscht. So. Hat er nicht gesehen. Gut. No use waiting. No noise. Okay, tot. Sieht kein Mensch. Quiet. Und dann haben wir den ersten schon mal weg. Dann müssen wir jetzt gleich nur noch den zweiten Typen erledigen. So. I'm going in. Gut. Dann kannst du ja den schon mal entsorgen. Im Busch. Nein, im Busch, habe ich gesagt. Und Yuki holt sich ihre Falle zurück. Und jetzt schauen wir mal, wie wir den kriegen. Den kriegen wir leider so nicht. Da müsste man sich dann wahrscheinlich ranschleichen. Kann ich den hier irgendwo dann verstecken? Weil der Samurai kommt ja von da. Speichern wir mal das Ding. Was sieht denn der Samurai? Samurai sieht bis hier vorne. Das heißt, ich kann hier rum. Jetzt ist nur noch der Typ wichtig.
Jetzt ist nur noch der Typ wichtig. Jetzt muss ich mich... Jetzt ist hier noch einer. Aber auch der ist uninteressant. Wenn ich es geschafft habe, den hier zu killen. So. Von der Seite angeschlichen. Jetzt muss ich den nur noch irgendwie hier hinter das Zelt schleifen und dann hoffen, dass die Spuren hinter mir so schnell verschwinden, dass der Samurai, wenn er zurückkommt, und das tut er gerade, die Spuren nicht sieht. Scheiße. This is fun. It's too hard. Sorry. I heard that. Ow. Ja, okay. Aber auf der Pro-Seite, das kann klappen, wenn man schnell genug ist. Und schnell genug wäre ich an der Stelle mit Hayato. No noise. Wenn ich den jetzt... Ja, Mann. Ich wollte eigentlich vorher den markieren, dass ich nur noch auf Shuriken werfen drücken muss. I'm ready. So. Quiet. Shuriken, ready. So. Shuriken werfen, dann muss ich nämlich nur noch Enter drücken. Kann ich hier reinspurten, Enter drücken, den Typen killen. Jetzt renn doch. Kann nicht so schwer sein. So. Und. Move. So, und jetzt muss ich ja hier nur auf den Weg gehen. Und dann müssten die Fußspuren so schnell verblassen, dass da nichts mehr zu sehen ist. Oder? Nein! Bleib da stehen. Alter, ich wollte Yuki nehmen. Ja, der Samurai sieht nichts. Wir haben es geschafft. Die Stelle hier ist gelöst, würde ich sagen. Ich bezeichne sie jetzt mal als gelöst. Jetzt machen wir hier die Fackel aus. Können wir beobachten, ob das irgendjemanden interessiert. Wenn das jemand interessiert, dann könnte ja der Samurai dahin kommen. Was ich auf jeden Fall machen kann, ist mit Takuma da jetzt erstmal auf den Turm steigen. Stört das den Samurai, dass die Fackel aus ist? Das stört den sogar. Das ist ja cool. Okay. So, dann muss ich nur mit ihm ganz schnell dahin laufen. Fuck. Hat aber keiner gemerkt und ich bin nur leicht verletzt. Alles klar. Das hätte man jetzt auch schaffen können, ohne dass Hayato sich verletzt, aber so habe ich den Samurai zumindest schon mal erledigt. Was jetzt auch nicht die schlechteste Ausgangssituation ist. So, Takuma kann auf den Turm rauf. Hat dann eine super Sniper-Position, hoffe ich zumindest. Türme sind ja normalerweise dafür da. 7 Schuss habe ich. Also ich kann theoretisch 7 kleine Feiglinge hier erledigen. Können wir mal schauen, was er alles trifft von hier aus. Er trifft die beiden Typen hier, er trifft den da. Er trifft hier drüben die beiden. Also ich könnte zum Beispiel den hier und den hier killen. Na, wobei den hier kann ich nicht einfach so erschießen, aber den da hinten vielleicht. In der Hoffnung, dass da nicht niemand mehr hinguckt. Und hier drüben könnte man auch... Kann ich die Samurais hier treffe ich nicht, ne? Schade. Das sind nämlich die... Ah ja, aber hier die Wachen zum Beispiel hier hinten. Den Typen da kann ich erledigen. Also, hier geht eine ganze Menge. Was genau, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.